Was ist denn Sünde neutestamentlich verstanden? Das ist ja nicht falsch parken und weiß ich nicht, ich habe einmal zu viel Sahnetorte gegessen und also so, weil Gott ist sowas Griesgrämiges, der uns das nicht gönnt, dass wir uns freuen an irgendwas, überhaupt nicht. Es geht wirklich um die Befreiung. Die ganze Bibel ist eine Geschichte von Befreiung. Gott will freie Menschen. Es geht nicht darum, sich Zwängen zu unterwerfen, sondern auf Herzensebene frei zu werden von dem, was uns knechtet. Das ist einmal mehr, das ist das, was die Moderne komplett übersieht. Die sagt, lass uns alle Stricke von uns werfen. Jeder darf jetzt frei definieren, wie er das tut, wie er jenes tut. Und dann bist du frei von allem. Ja, das bist du. Du bist dann frei von allem im Außen und absolut geknechtet und gekettet an deine eigenen Begierden und Wünsche, die dir allzu oft überhaupt nicht gut tun.